Chocolate Milk. Chocolate Milk bedeutet, ich kann größere Schüsse machen. Also ich kann meine Schüsse aufladen. Das heißt, ich kann dann nicht mehr gedrückt halten, um die ganze Zeit einfach zu schießen. Das ist furchtbar nervig, weil die aufgeladenen Schüsse benutzt man sowieso kaum. Weil sich das einfach nicht lohnt, vom Aufwand her. Also da ist es, man trifft halt damit dann auch im Prinzip nichts. Das lohnt sich nicht. So ist es halt, da braucht man nicht so gut zielen können. Beziehungsweise auch grundsätzlich einfach nicht so gut zielen. Das ist deutlich, deutlich praktischer eigentlich. Deswegen, ein Item, das ich nicht mitnehmen werde. Also ich wette, es kann gut sein. Da brauche ich nicht wetten, es ist so. Es kann gut sein, wenn man damit gut spielen kann und so. Und wenn man sich des Aufwandes irgendwie bewusst ist, den man halt damit sich einfängt. Autsch. Da ist der Ang. Wir können weitermachen, aber der Raum wurde resettet natürlich. Aua, ich laufe ihn natürlich an. Aber Chocolate Milk definitiv kein Item für mich. Das heißt, wir lassen es leider liegen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ah, der kommt sowieso nicht bis hier hinten rüber. Ist wurscht. Da müssen wir gleich unseren Freund für nehmen. Oder besser gesagt, ich nehme eine Bombe. Falsche Taste. So, was haben wir da? Na toll. Können wir doch alles nicht hier brauchen. Wir werden gerade wieder ein kleines bisschen vom Spiel mit unschönem Kram ausgestattet. Läuft nicht so toll, muss man ja einfach mal so sagen. Ein Schlüssel, den möchte ich haben. Gebe er mir den Schlüssel. Rums und meins. Können wir theoretisch gleich noch in den Shop, aber ich werde auch dieses hier nehmen. Es ist der Emperor. Der Emperor bringt mich zum Boss. Hilft mir gerade nicht so richtig viel. Denn aktuell muss ich die Stockwerke sowieso alle noch abgrasen nach Items. Und so richtig sicher sein, dass ich dann in Stockwerke komme, wo sich das lohnt. Also den Himmel. Oder Gott bewahre die Chest. Danach sieht es gerade sowieso nicht unbedingt aus. Deshalb werden wir sehen, ob ich noch eine Möglichkeit habe, das sinnvoll anzuwenden. Ich würde ja nicht drauf wetten, ehrlich gesagt. Shit. Ich dachte, ich kriege ihn gleich mit tot. Aber nö, gibt's noch eine Münze. Yay! Eine Münze. Oh shit! Au, 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 au. Geil. Geil. Was ein Scheißraum, mal ganz ehrlich. Kann es sehr viel schlimmer gehen? Das ist ja. Das ärgert mich jetzt total. Was mache ich denn da? Oh toll. Und es wird nicht besser. Wie viele sind so? Das sind so die Larry Juniors. Die sind einfach so furchtbar random. Man weiß nicht, was man tun soll. Sie machen einfach irgendwas. Das ist nervig. Gegner, wo man nicht vorhersehen kann, wie die reagieren. Das sind die schlimmsten in Binding of Isaac. Die allerschlimmsten. Weil da kann man keine bekannten Muster benutzen. Tier ist ab. Das ist ja wieder schön, aber Wrath. Das kann auch sehr schnell schief gehen. Vor allem, weil. Oh, da unten ist. Oh. Da unten ist aber ein blauer Stein. Der kann mir Leben geben nachher. Wenn er denn möchte. Genau, spreng dich. Finde ich gut. Dann halt nicht. Aber die Idee fand ich ganz schön. Hallo. Ich schicke die Bombe wieder zurück, Freund. Brauchst du gar nicht zu mir kommen mit dir. So. Dann gebe er mir Leben. Das ist kein Leben. Das ist erst recht kein Leben. Das war totale Verschwendung. Dankeschön. Das ist ein total liebes Spiel. Ich gehe zum Shop und hoffe, dass ich Leben finde. Oder eine Leiter. Oder irgendetwas dergleichen, was mir. Ach, ich habe keinen Schlüssel mehr. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht gerade. Sehr, 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 sehr ungünstig. Gucken, was der Boss so zu bieten hat und wer es überhaupt ist. Oh, ist toll. Es ist die Hollow. Wo wir gerade bei
Bossen waren, die man nicht... wo man ihre Sachen nicht vorhersehen kann. Boom! Awesome. Das hat sich zumindest gelohnt. Also, einer ist tot und ich habe Leben gekriegt. Und zwar gleich zwei Stück. Wenigstens das. Okay, sonst gibt es hier leider nichts mehr. Wir sind noch schneller geworden. Völlig unnötig. Hätte ich vielleicht auch gar nicht mitnehmen sollen. Also der Gürtel hier, ne? Man wird schneller. Ich mache das jetzt, auch wenn es unter Umständen ziemlich doof ist. Ich gehe jetzt in den Stachelraum da oben. Für insgesamt wird es mich ein Herz kosten. Aber wenn ich dann noch einen Schlüssel rauskriege und dann in den Shop kann, wo vielleicht was Gutes drin ist, dann lohnt sich das unter Umständen. Was das Spiel jetzt mit mir tun könnte, ist ja, mir zum Beispiel sowas zu geben. Es hätte auch was ganz Böses machen können, und zwar mir einen Schlüssel geben, dann gehe ich in den Shop und dann ist da so ein Super Greed drin oder so. Das wäre auch sehr typisch gewesen. Nee. Naja. Ich habe noch Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas hier raus wird. Auch wenn es geringe Hoffnung ist. Zwei Leben. Da ist der Curse of the Labyrinth. Natürlich, wir kriegen auch wieder ein großes Stockwerk. Toll. Aber eigentlich sind große Stockwerke gar nicht schlecht. Ich habe da grundsätzlich kein Problem mit, solange es nicht das erste ist. Im ersten kostet das halt einfach dann die einen Schlüssel mehr, als es eigentlich müsste. Und das zackt. Das zackt hart. Das ist einfach ein Nachteil. Insgesamt ein großer Nachteil. Genau, töte die Fliegen. Das ist wunderbar. Damit kann ich sehr gut leben. Aua, Vorsicht. Toll. Troll mich halt mit einer Kiste. Ja, ach ja, den kann ich ja nicht einfach stehenbleibend ausweichen. Hilfe! Irkst! Ich hasse die Viecher. Ihr seid so blöd. Geht weg. Ich bin ein halbes Leben verloren. Ich habe auch ein Halo of Flies, aber meine Fliegen sind irgendwie nicht so cool wie seine. Es sei denn, die greifen nachher auch noch an, wenn ich sterbe. Aber das weiß ich nicht, weil es ist auch ziemlich egal, weil dann bin ich tot. Ah, Chub. Warum Chub? Warum Chub? Warum? 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 Shit. Da bin ich irgendwie an dem Stein abgerutscht. Eigentlich auf dem Controller, aber es muss ja keiner wissen. Wisst ihr was? Es gibt nochmal ein Replay. Ich habe jetzt keine Lust, das geht so nicht. Wir machen das nochmal in ordentlich. Und wieder gibt es ein Curse of the Labyrinth am Anfang. Das ist doch nicht in Ordnung. Das geht doch so nicht. Das könnt ihr doch mit mir nicht machen hier. Ich habe doch nichts getan. Gar nichts. Ja, und dann toll. Toll. Und dann kriege ich wieder so einen Raum am Anfang. Es ist zumindest kein böser Raum, also so richtig böser Raum wie vorhin. Bis jetzt. Wohlgemerkt, ich brauche wieder zwei Schlüssel. Also Spiel, zwei Schlüssel. Bitte. Tu mir einmal wieder was Gutes. Oh, das ist was Gutes. Es ist mit Blue Baby natürlich nicht ganz so gut, wie es sein könnte. Aber auf dem ersten Stockwerk ein Maggie's Face kriegen ist schon nicht schlecht. Klingt das wieder so, als hätte ich gesagt, dass ich Maggies Gesicht gekriegt habe, was natürlich nicht stimmt. Faith. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das sagen soll, sodass man auch versteht, was ich meine. Das ist schlecht. Egal. Kennt ihr das? Wenn man Englisch sehr viel besser... Also, das klingt jetzt blöd, aber je leiser man redet, desto besser kommt einem die Aussprache vor, die man selber hat. Ich kann ja eigentlich ziemlich gut Englisch. Ich kann nur... Ich habe keine Aussprache drauf, ne? So gar nicht. Ich kann das alles einfach nicht so richtig gut aussprechen. Ansonsten bin ich ja recht gut. So gerade schriftmäßig und so, da kann ich das auch alles. Und verstehen tue ich halt auch das meiste. Also wirklich das meiste, könnte man sagen. Jetzt nicht alles, das wäre wahrscheinlich übertrieben, aber das meiste. Und zu übersetzen finde ich immer relativ schwierig, weil... Für mich ist Englisch halt auch einfach eine Sprache, die versteht man, die übersetzt man halt nicht. Wenn man zum Beispiel meint, man versteht Englisch, übersetzt sich aber immer noch, was gesagt wird oder so im Kopf für sich selber, dann kann man meiner Meinung nach noch kein Englisch.
Das ist nicht Englisch können. Englisch können ist dann, wenn man nicht mehr drüber nachdenken muss, was das heißt. Worum es da geht. Und wir kriegen wieder den Stein. Aber wir haben wieder... Ach, keine Schlüssel. Das gibt's doch nicht. Ich will den Schlüssel. Bitte. Da könnte noch so der Geheimraum mit aufgesprengt werden. Na, scheinbar nicht. Na gut, dann nicht. Aber immerhin gibt es 3 Münzen noch. Das könnte ich hier auch nochmal machen. Aber nee, einen Bomben behalte ich lieber, falls irgendwas passiert. So. Oh, ein Schlüssel. Ich gehe erstmal in diesen Raum hier. Und das ist Blood of the Märtyrer. Oder Märtyr oder wie auch immer. Das gibt, glaube ich, nochmal 2 Schaden. Wir haben... Huch, nein, Hilfe! Nicht die falsche Taste drücken, Snizzle. Gute Güte. Dann lieber mit der Maus nachhelfen. Okay, wir haben vollen Schaden direkt vom ersten Stock weg. Das ist ziemlich übel gerade. Und wir haben auch noch den 2. Schlüssel gekriegt, den ich brauche, um da oben in den Itemraum zu kommen. Jetzt möchte ich mich gerade nicht mehr beschweren. Das Spiel ist mir wohl gesonnen. Na, ich habe wohl gemerkt, auch die Karte, die Sonne als Karte. So, Mom's Pet. Naja. Werdet ihr gleich sehen, was es macht, deswegen erkläre ich es jetzt nicht. Kann ich doch erklären. Stunt-Gegner. Also einfach mal so den kompletten Raum. Ist kein total tolles Spacebar-Item, natürlich, aber es ist halt auch nicht schlecht und es ist besser als Hup. Hup. So. Damit und du auch bitte. Hallo. So. Einen Schlüssel könnte ich noch, ne? Für da hinten den die Arena. Die meine ich. So. Hier brauche ich, glaube ich, Mums Pad nicht benutzen. Das kriege ich, glaube ich, auch so noch hin. Sollte grundsätzlich kein allzu großes Problem werden. Okay, ich hab echt keinen Speed mehr jetzt durch den Stein. Das ist... Und eben habe ich halt viel Speed gut schnell nachgekriegt. Das heißt, ich bin das jetzt auch gerade nicht so richtig gewohnt, keinen Speed zu haben, obwohl ich ja eben den Stein auch hatte. Oh, der Wirecode-Hänger. Das gibt nochmal Schussgeschwindigkeit, was ziemlich böse ist. Okay, hier wird gestunt. Okay, es stunt nicht nur, die Gegner hauen auch vor mir ab. Das ist sehr schön. So habe ich einen ausschalten können, ohne von ihm random gefressen zu werden. Ich hasse Larry, ich hatte das ja eben schon angemerkt. Was jetzt wahrscheinlich eine Folge her sein dürfte, aber ich hasse Gegner, die man nicht vorhersehen kann, wie sie arbeiten. Okay, das macht einfach meine Schüsse schneller. Die Cat-O-Nine-Tails, ich sehe jetzt sehr interessant aus, möchte ich anmerken. Also Cat-O-Nine-Tails ist eine... mülliges Item. Also ich halte davon gar nichts, weil davon habe ich irgendwie meiner Meinung nach nichts, dass meine Schüsse schneller sind. Ich fand die Idee ganz nett, als das eingeführt wurde mit dem DLC, habe ich gedacht, oh cool, ein neuer Stat ist ja ganz lustig, aber ich habe gar keinen Schlüssel. Aber so im Nachhinein ist es halt, es lohnt sich einfach nicht. Es ist einfach nicht stark, es bringt einfach nichts. Und es ist auch nicht wirklich ein neuer Stat geworden, sondern es gibt ja nur dieses eine Item, was das irgendwie verändert. So, Maggies Face. Natürlich haben wir jetzt noch ein weißes Herz dazu gekriegt. Sehr cool. Ist natürlich theoretisch mit allen anderen Charakteren erstmal stärker, weil man dann das Herz halt als normales und nicht als ein blaues Herz kriegt. Nein, den Counterfeit Penny nehme ich nicht dagegen. Warum kommt aus dem Pool nicht jetzt einfach mal ganz normal Geld raus? Ich will den Counterfeit Penny gar nicht haben. Ich will ganz normal Geld haben. Ich möchte einen Dime haben. Blim, 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 blim. Blim, blim. Oder so. Ich habe Angst, die Spinne. Shit. Also war gerade die Frage, bewegen, um auszuweichen, oder von der Fliege getroffen werden, oder bewegen und von der Spinne getroffen werden. Beides nicht so doll. Der Tod. Da ich die Sonne habe, werde ich den Tod wahrscheinlich jetzt direkt mal benutzen. Oh. Dafür, für einen der späteren Wellen.
Tür. Au. Das ist ein Nissel von der Fliege. Hör mal. Jetzt machen wir hier ein bisschen normal, ja? Bitte. So. Türmchen. Sterbt. Oh, es bringt nichts, ne? Das ist ja super. Ich dachte, das tötet die vielleicht trotzdem, weil das ist eine Karte und die soll stark sein und hast du nicht gesehen. Oh, 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 oh. Autsch. Full Health. Naja gut, ich habe wieder 3. Full Health als Blue Baby bedeutet einfach, man wird auf 3 Herzen gesetzt. Es sei denn natürlich, man hat mehr, dann bringt die Karte gar nichts. Toll, oder? Ganz, ganz prima. Damit man auch richtig davon nichts hat. So. Noch eine Pille. Range Down, natürlich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt keinen Range Down gekriegt, weil ich irgendwie schon mehr Range hatte. Ich brauche dringend einen Schlüssel. Wäre toll jetzt. So ein Schlüssel wäre schon irgendwie Knorke. Und vor allem ist das die letzte Gelegenheit auf einen Schlüssel in diesem Stockwerk. Ich hätte gerade nichts sagen. Oh, dankeschön. Ich wollte schon gerade ganz kurz sagen, ich hätte nichts sagen sollen bezüglich, das Spiel hat mich wieder lieb, aber es hat mir dann doch wieder einen Schlüssel gegeben. Das ist also okay. Ich bin noch nicht, jetzt bin ich langsam davon überzeugt, dass das Spiel mich doch nicht mag. Holy water. Komisches Ding, braucht kein Mensch. Da hätte ich lieber die Truhe da vorne genommen, ganz ehrlich. Holy water. Wenn ich getroffen werde, hinterlässt das da so eine komische Pfütze, die ein bisschen Schaden macht. Oli, also Crap. Crap, crabbity, crap, crap.